Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Weiter geht es. In der letzten Folge haben wir hier die ganzen, die ganzen Bauern darüber geschickt, zu diesem Teil der Insel. Heute wollen wir uns mal ein bisschen drum kümmern, dass diese Arbeiter und so, die eine Schule vielleicht noch zusätzlich dazu brauchen, um zufrieden zu sein, beziehungsweise eine Kirche und ein Wirtshaus. Dann brauchten die das nicht auch? Ja, die brauchen ja auch noch ein Wirtshaus. Och nö, das habe ich ja komplett vergessen. Komplett vergessen, ein Wirtshaus hier mit hinzusetzen. Wenn ich es hier ansetze, ist es ein bisschen zu weit weg. Ist eigentlich hier mitten in der Stadt mit rein. Natürlich ärgerlich. Das nimmt halt einiges an Platz auch auf sich. Ah. Ja, da würde ich sagen, das schnacken wir nicht lang. Das machen wir einfach hier. Das so weg. Dann kommt das da einfach hin. Fertig. Auf jeden Fall der Abteil der Stadt wird gut bedient. Ja, der Abteil unten wird mehr bedient als oben. Ist jetzt nicht so schlimm. Die bekommen ein bisschen ihre Bedürfnisse. Nur nicht so gut. Ja, das sollte ich mal vielleicht im Zentrum auch mit einplanen. Und so etwas. Übrigens, falls ein Krankheitsfall da ausbrechen sollte, das wäre natürlich auch negativ. Wo ich gerade das Krankenhaus gesehen habe. Das sind Sachen, die ich nicht bedacht habe. Wo haben wir es denn? Haben wir nicht? Bin ich gerade blind? Das ist doch. Einmal komplett blind. Und hat auch so viel Platz weg. Och, nö. Genau das gleiche Problem hier. Genau das gleiche, nur dass es halt vier Häuser betreffen wird. Ja, dann ziehen diese vier Häuser nach da. Sicher ist ja nur, dass es halt da sein muss. So. Falls hier Krankheiten ausbrechen, wir haben einen Arzt da. Das passt. Dann haben wir eigentlich alles da hoffentlich erfüllt. Jetzt geht es halt hier drum. Die Boys and Girls. Handwerker möchten natürlich auch noch eine Kirche mit daneben haben. Beziehungsweise auch die Arbeiter. So eine Kirche ist auch nicht gerade klein. Beispiel ist irgendwo da. Daher wird das eher nichts, denke ich. Bei von die Kirche? Nö, die wollen ja eigentlich gar keine Kirche mehr. Das heißt, die Kirche zieht dann nach da unten, in die Mitte. Dann kommt natürlich ein Wirtshaus mit dazu. Ein Marktplatz. Dann bräuchten wir eventuell eine Feuerwehr. Beziehungsweise eine Polizei eher. Feuerwehr ist eigentlich ja klar. Die setzen wir gleich irgendwo. Jetzt was haben wir?
Eine Feuerwehr brauchen wir. Ach. Wieso sage ich Feuerwehr? Polizei. So. Das ist alles, was man benötigt. Für eine Stadt. So, dann haben wir das einmal ringsrum. Mach jetzt mal hier gleich eine Anbindung. Machen wir mal eben so. Damit die schon mal angebunden erstmal sind. Und dann ziehe ich die jetzt einfach mal rüber. Ah, Schule. Eine Schule wollen die auch noch. Ne, die wollen schon Universität. Also Schule wollen nur die. The finishing touches and there. Clubhouse. Are safe again. Okay, der Aufstand ist beendet. Habe ich mir auch nicht anders gedacht. Hier hatten wir eine Schule. Ziehen wir jetzt hier mit hin. Gucken, ob das halt soweit reicht. Die ziehen wir einmal komplett bis nach hinten hin, würde ich sagen. Die bekommen gleich von hier aus die Straße. Von hier. Machen wir lieber so, dann haben wir nämlich hier auch noch eine Straße. Die würde ich hier auch noch ein bisschen weiterziehen erstmal. Aber die kriegen jetzt alles, ne? Das ist alles befriedigt. Das sieht auch gut aus. Nach und nach. Ich meine, die Leute müssen ja hier zufriedengestellt werden. Ups, den einen noch weiter rüber. Jetzt mal den Handmodus. Gleich mal hier hin. So passt das gerade noch so hin. Hey. Wie ich sehe, drücken wir das alles ein weiter rüber. Also rücken wir das hier auch ein weiter rüber. Passt das nämlich wieder. Mal Maximum hier rausholen. Aus dieser Fläche. Ich glaube aber, so viel kriegen wir da auch nicht hin. So, hätte auch gerne hier noch eine Straße. Haben wir so eine Verbindung.
Dann haben wir hier schon mal ein bisschen weiter. Ship constructed. Den lassen wir mal dastehen. Ich habe mir gedacht, dass das jetzt kommt. Dann ziehen wir jetzt einmal die Straße hier einmal rüber. Keine Sorge, wir basteln das nachher noch um. Genauso wie diese Straße hier, die passt mir auch nicht so. Die Straße wird jetzt nach hier so verlegt. Ah, nee. Falsches Haus. Da bitte hin. So hat das keine Anbindung. Steht das nicht als Anbindung? Haben wir schon wieder dieses Problem mit der Anbindung? Was ist halt so? Muss ein gerader Weg anscheinend sein, was da weggeht. Weiß zwar nicht warum. Von mir aus kein Problem. Nehmen noch mal das Handtool in die Hand. Okay. Hand doppelt mal im Satz erwähnt gerade. So langsam ziehen die halt alle dahin. Wo ich sie haben möchte. Wir werden so gut wie möglich alles da nehmen am Platz, was wir da haben. Man hat aber gerade gesehen, wie aufgeschmissen wir ohne den Hafen sind. Hat man gerade richtig gesehen. So. So langsam ziehen alle wieder ein bisschen enger aneinander. Ich einfach noch mal hier ein bisschen gerade lang. So. Das ist eigentlich bis dahin. Ah ja, die sind da nicht miteinander verknüpft gewesen. Ja, deswegen. Alles so meine Schuld gewesen. Ich erstmal da einmal rüber. Stimmt, da war ja was. Ziehen dann einmal hier rüber. Diese vier Häuser. Nur damit wir das Krankenhaus da in der Nähe haben.
Das ist eigentlich nur der Hauptgrund, was wir da gerade machen. Also wir machen das eigentlich nur, damit wir diesen Platz hier wieder frei haben. Die besser sortiert miteinander stehen. Ich ein bisschen den Überblick wieder bekomme, was wo abgeht. Let old Beryl take a slice. Danke, dass sie mir schon wieder einen Anteil abgekauft hat. Ich mag ihn nicht, kann das sein? Ich bin einfach auch nur ein Konkurrenz für ihr. Eigentlich frech. Dabei bin ich doch eigentlich gar kein Konkurrent. Bin doch immer lieb. Gehen wir da immer rüber. Die genauso. So, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Wenn es klappt. Jawohl. Schön alles ausnutzen hier. Im Grunde ist auch hier die Straße und nicht weiter woanders. Sie einmal hier die Straße lang. Sicher ist sicher. Da ziehen die Arbeiter dann hin. Schule keine vorhanden. Oh, die kommen bis da nicht hin. Mist. Naja, muss hier wohl noch eine zweite Schule irgendwo dann nachher entstehen. Hätten wir das denn vorher gelöst, hatten wir zwei Schulen. Soweit hat die ja auch nicht gereicht. Warum frage ich das gerade? Das hier rüber. Wir werden es gleich rausfinden auch. Genau. Nehmen wir das einmal weiter darüber. Liegt aber auch nur daran, also ich will das eigentlich nur hier hinschieben. Das Ganze. Da wir hier keinen Strom für benötigen. So eine zweite Schule hatte ich nicht. Nicht, dass ich sehen würde. Hätte ich ja jetzt das Schulsymbol da. Da würde ich einfach hier irgendwo noch gleich eine Schule hinsetzen, dann passt das. This one don't look too scary. Do you mind? Abgelehnt. Einfach abgelehnt. Ja, Schule ist bis dahin. Kommt hier noch gleich eine Schule irgendwo hin? Wenn wir eigentlich noch... Brauchen noch ein paar Schlachtschiffe, oder? Bauen die erstmal noch einen weiteren. So. Ja, schieben wir das gleich mal richtig zurecht. Und zwar einmal die Straße hier.
Ihr setzt jetzt einfach die. Den Vorteil, dass diese Häuser alle beziehungsweise, dass wir die Straße nicht noch extra bezahlen mussten, so. Das wollte ich sagen. Ship constructed. Jawohl. Ja, langsam wird unser Kriegsimperium hier. Langsam, aber sicher. So. Problem, was ich jetzt habe. Hier wird ja Glas hergestellt. Ich muss eigentlich hier noch viel mehr umbauen. A few murmurings still in the Union. Ja, das habe ich mir gedacht. Die haben nämlich auch Probleme, an den Markt zu kommen. Also müsste ich eigentlich hier diese beiden Häuser nochmal verschieben. So, da so hin. Hier nämlich der Weg lang. Jetzt ist die Schulenreichweite genauso auch noch passend. So wie wir sie bräuchten. So. Das Teil wird sogar halt geboostet anscheinend. Auch nicht. Ich dachte es auf jeden Fall als erstes. Ich dachte es zuerst. Ups. Ja, da ein zu weit. So. Und trotzdem halt eine Verbesserung, das ist okay. Wenn ich jetzt hier dann weiterziehen lasse. Ups. Dann ziehen wir das auch mal, sieht schöner aus. Hier nochmal einen Weg lang. Schule geht bis an etwa hierhin. Passt. Ziehen wir hier nämlich jetzt noch die letzten hin. Diese Art. So. Dann passt das nämlich.
haben wir schon ein bisschen aufgeräumt da jetzt alles. Ach, upgraden. Also wie dieses wunderschöne Gebäude. Und passt das schon? So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch diese Innenstadt. Die müssten wir noch fertig bauen. Da wird halt der Innenkern halt von den Influencern sein. Der Innenkern muss halt die Influencer mit sein. Und dann eher Richtung außen hin die Handwerker. So würde ich sagen. Beziehungsweise Investoren, dann kommen die Ingenieure, dann kommen die Handwerker. Und in der Mitte wird auch halt das Kraftwerk sitzen. Und damit fangen wir jetzt an mit dem Bau. Den wir einfach hier auch mal ein bisschen nochmal raussortieren. An Straßen, die wir nicht benötigen. Genauso diese lange Straße hier. Hier bis dahin. So. Verbinden wir einfach hier mal eben. Passt das nämlich? Alleine erstmal das alles so sortieren, ne? Dann würde ich nämlich halt auch die ganzen Mehl ist ja jetzt gerade nicht das Problem. Weizen genauso gerade. Nicht. Darum ziehen die jetzt mal eben da weg. Die bauen wir jetzt komplett anders hin. Und zwar fangen wir einfach mal an. Weizen. Weizen. Nice day for it. So. Dann haben wir das. Genauso, die fangen halt von hier an. Versuchen wir mal so viel wie möglich am Platz damit rauszuholen. Wie nur möglich. So, hier voll machen. So. Dann noch einmal ein. Die nehmen wir nochmal eben weg. Peddler say there's nowhere to take it. So, damit ist das hier auch voll. Ship constructed. Wow, have you got some big ones there? Ja, ich hoffe das.
So, dann haben wir nämlich hier ein paar Felder, die für Weizen zuständig sind. Ich glaube, 5 Stück reichen. Die bekommen jetzt halt einmal eine Steinstraße hier lang. Ja, die haben noch keine Anbindung zu einem Warenhaus. Kommt nämlich gleich erst. Und zwar wollen wir auch aus denen eine Mühle oder 2 Mühlen wollen wir hier hinstellen. Nochmal 3. 3 Mühlen. Oder? Vielleicht machen wir auch 4. Setzen hier ein. Dann einfach noch eine hier. Und wo haben wir es? Falsche Reiter natürlich. Lagerhaus. Genau hier mittig steht das Lagerhaus. Dann kommt hier eine Steinstraße, bitte mal. Wo haben wir sie? Da. So nämlich. So machen wir das. Und dann kommt einfach hier genauso der Weg. Links rum. So. Weil der Weg, der kam weg. Der wäre unnötig. Das ist dann halt für unsere Brotproduktion. Sollte ausreichen, denke ich. Damit die auch schon mal arbeiten. Gehe ich jetzt nun mal eben indirekt da dran. Basteln das natürlich alles nur hin hübsch. Aber das hier wird unsere Weizenfelder. Dadurch haben wir den Platz hier ein bisschen freigeräumt. Dann können wir nämlich hier ein bisschen besser die Stadt auch aufbauen. Und das ist das Ziel am Ende. So, und jetzt fängt es an. Wir wollen noch Kartoffeln anbauen. Oh, hier ist doch der Schnaps. So. Muss ich mal gucken, wie wir das gleich gelöst bekommen. Auch bei den Kartoffeln möchte ich ja das Maximum wieder rausholen. Rare for promises to be kept. Thank you. So, bei ihr einmal bitte. So, machen wir hier 2 weg. Aus den. Bei. Da hinten passt leider nichts mehr ran. Machen wir von hier aus weiteren Felderrei. Das sind unsere Kartoffelfelder jetzt. Bekommen natürlich auch eine Anbindung zur Straße. Wo habe ich es? Hier bitte.
war am Überlegen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Pass auf. Gehen nochmal noch. Und die arbeiten aber ganz wild. Und zwar so hin. Die Felder. So. Dann haben wir 4 von den Kartoffelfarmen. Sollte, denke ich, mal reichen. Plus Schnapsbrennereien. Gehen wir so hin, denke ich. Dann haben wir aber hier noch Platz frei. Brauchen wir wirklich so viele? Ich glaube, nur 2 reichen, oder? Mal davon aus, 2 reichen. Es gefällt mir nicht so. Dann machen wir das lieber so. Bisschen überfordert. Bauen wir aus. Keine Sorge. Aus Maximum. Das wird ja unser Viertel, wo wir eigentlich alles anbauen, was wir benötigen. Wir haben eine Kartoffelfarm, 2. Naja, 2 Kartoffelfarmen, die was wir ersetzt haben, durch 4. Durch 4 Stück. Das sollte reichen, denke ich. Ja, dann sieht das halt jetzt hier ein bisschen Kuddelmuddel noch ein bisschen aus. Aber das hier ist fertig. Und wir haben hier drüben schon mal welche rüberziehen lassen. Beim nächsten Mal werden wir uns noch drum kümmern. Ich denke, das sehe ich halt hier auch. Fehlende Waren. Eigentlich haben wir da schon viel zu viele. Gehe ich von aus. Bin mir aber nicht sicher. Was ich aber jetzt sagen wollte ist, wir haben das erstmal soweit fertig. Wir werden hier nächste Folge weiter anknüpfen, dass wir da noch ein bisschen mehr rausholen. Wie zum Beispiel auch die Tierhöfe, die werden noch mit rübergezogen. Damit alles, was so mit der Landwirtschaft zu tun hat, auch ein bisschen mehr da nach oben wandert in dem Bereich. Oder besser gesagt mit der Essensversorgung, die Landwirtschaft. Die Rinderfarmen, die werden halt so nah wie möglich halt auch an Gebäuden gemacht habe, wo wir sie auch brauchen. Beziehungsweise auch zu nah möglich am Lager fertig. Aber ich würde sagen, das soll es dann für diese Folge einfach gewesen sein. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen dann einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!